Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich bin Leonie und heute begleitet ihr mich bei ein paar Rest-Day-Aktivitäten. Bedeutet, ich habe heute kein Training, bei dem ich euch mitnehmen werde, sondern wir werden heute gemeinsam einkaufen gehen. Ich dachte, ich nehme euch mal mit zu Penny. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht und zeige euch, was ich so einkaufe für meinen Freund Kai und mich an einem normalen Einkauf. Außerdem wollte ich euch noch ein paar Diätgedanken mitteilen, beziehungsweise Post-Diätgedanken. Einfach so ein paar Learnings, die ich für mich mitgenommen habe, was ich jetzt auch in der Phase nach der Diät, ja doch relativ lange ging, ich glaube 6-7 Monate hatten wir tatsächlich, einfach so für mich mitnehmen konnte, dass ich so viele Erkenntnisse hatte. Ja, und ich glaube, das wird ein richtig geiles Video, deswegen gehen wir jetzt erstmal rein zu Penny. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Obst und Gemüse. Wir haben noch einiges zu Hause. Ich nehme mal ein paar Tomaten mit. Regional. Kai isst nur Pink Lady Äpfel, deswegen müssen wir auch Bananen. Wo ist der Reis? Hä? Nicht blöd. Reis brauchen wir auf jeden Fall auch. Eigentlich haben wir immer so an Carbquellen Reis, Haferflocken und sonst noch ein bisschen Brot und so zu Hause. Also ich mag sehr gerne Brot. Kai ist eher der Reis- und Haferflockenfresser. Und da der Reis gerade im Angebot ist, nehmen wir uns da mal ordentlich was mit. Ich glaube, Kai frisst aktuell 500 Gramm Reis am Tag. Das ist wirklich crazy. Snacktomaten mit Meersalz. Die nehmen wir mit. Ich glaube, die können auch geil in Reisgerichten kommen. Dann brauchen wir natürlich Eier. Ich nehme auf jeden Fall immer ein Bio-Eier, weil man schmeckt das direkt, dass die Qualität besser ist. Alles gut. Seitdem ich aus der Diät raus bin, habe ich Honey Pops auf jeden Fall auch wieder komplett neu für mich entdeckt. So geil, weil die richtig viel Volumen haben, ultra knusprig sind. Und ich mache dann normalerweise meine Proteinmilch dazu. Dann habe ich halt einerseits Kohlenhydrate, andererseits Eiweiß. Und das ist vor allem als Pre-Workout-Meal so richtig, richtig nice. Zarte Haferflocken nehmen wir auch mal mit. Kann man eigentlich auch nie genug zu Hause haben. Zu viele Leute. Ich sag's euch ehrlich, Leute, ich bin auch richtig, richtig schüchtern, was so viel im Supermarkt angeht. Ich habe immer Angst, dass direkt irgendwer angerannt kommt und sagt, raus hier. Ist mir das ein bisschen unangenehm, aber ich finde das immer eigentlich einen ziemlich geilen Einblick. Deswegen habe ich mir gedacht, heute nehme ich euch auf jeden Fall mit. Leichtes Rinderhack haben wir meistens auch mit dabei, aber ich würde euch da tatsächlich dann eher empfehlen, zu Lidl zu gehen. Die haben das nämlich von der Haltungsstufe 3 her und viele andere Supermärkte immer nur Haltungsstufe 1. Finde ich nicht so geil, deswegen lieber das von Lidl. Ich check auch nochmal die Nährwerte vom veganen Hack ab. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Auf 100 Gramm 205 Kalorien und 18 Gramm Eiweiß. Nehmen wir mal mit. Schauen wir mal, ob für Kai vielleicht noch ein bisschen weihnachtliche Kekse oder so dabei sind. Der haut sich sowas immer in sein Porridge. Nö. Monster im Angebot. Das ist gefährlich. Das hast du zu. Wie bitte? Das hast Ich glaube, körnigen Frischkäse habe ich mal wieder. Sogar in Halbfettstufe und in leicht. Ich habe jetzt einfach mal beides mitgenommen und schau mal, wie sich das vom Geschmack so unterscheidet. Aber ich finde so, wenn der dann ein bisschen besser schmeckt und man nicht unbedingt was dazu packen muss, dann lohnt sich schon, den mit ein bisschen mehr Fett zu nehmen. Frischhefe brauche ich auf jeden Fall noch, weil ich will nachher nämlich ein Knoblauchbrot backen. Darf ich da einmal kurz ran? Ja, Dankeschön. Nehmen wir mal 2 Würfel mit. Ich packe nämlich in letzter Zeit super gerne, das macht so Spaß. Und dann nehmen wir noch mal eine Butter mit. Ich nehme doch keine Leitbutter oder so, warum? Butter isst man ja, um Butter zu essen. Wir haben es überlebt. Alter Leute, ich sag's euch, das ist mir wirklich jedes Mal so unangenehm. Aber wir haben es geschafft. Und es ist so crazy, ne? Ich habe ungefähr die Hälfte eingekauft letztens bei Rewe. Okay, ich hatte auch 2 Ben & Jerry's dabei. Aber ich habe 90 oder 80 Euro bezahlt. Und jetzt habe ich safe das Doppelte eingekauft. Zwar kein Ben Jerry's, aber ich habe auch nur 87 Euro gekauft. Ja, ich war richtig geschockt, als ich bei Rewe an der Kasse stand. Und dachte mir so, Bruder, seit wann ist das so teuer geworden? Oh mein Gott! Und Leute, deswegen gehe ich eigentlich immer lieber mit Kai einkaufen. Der kann dann nämlich die Alkohol tragen. Das ist praktisch, wenn man einen starken Freund hat. So, ich habe euch das alles nochmal so ein bisschen aufgestellt, wie ihr seht. Der Großteil sind einfach Carbs. Ich habe so viel Reis eingekauft. Aber das ja, sind so unsere Basics, von denen wir jeden Tag leben. Ich habe jetzt außergewöhnliche Sachen, habe ich eigentlich nur die getrockneten Tomaten geholt, den eingelegten Knoblauch und das hier zum Ausprobieren. Aber ansonsten seht ihr, ja, Carbs, Mehl, Haferflocken, Reis, Honigpops noch ein bisschen, bisschen Milchprodukte, Körniger Frischkäse mag ich sehr, sehr gerne. Eier immer am Start. Dann das hier für mich zum Backen. Hier haben wir Obst und Gemüse. Normalerweise kommt immer noch Kiwis mit, aber davon haben wir jetzt einige noch. Und Monster. Oh, ja. Aber das war es dann auch schon mit so einem kleinen klassischen Einkauf. Und der hat jetzt, wie gesagt, 75 Euro ungefähr gekostet. Muss man natürlich noch abziehen, dass ich Pfand abgegeben habe. Aber finde ich auf jeden Fall voll okay. Und ich würde sagen, wir backen jetzt erstmal Brot. Also ich habe, wie gesagt, vor, ein Knoblauchbrot zu backen. Ich habe ein Rezept von Jo Semola. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber ich glaube, da heißt es so. Einen Brotfluencer auf meiner View-Page gehabt und es hat mich so angesprochen, da dachte ich, das machen wir auf jeden Fall nach. Und deswegen machen wir uns jetzt mal an den Teig. Also ich sag mal so, Leute, wenn ich ein Rezept mache, dann ist eigentlich schon mal die grundlegende Regel, dass ich mich meistens nie richtig an die Angaben halte, sondern einfach so auf ganz spontan selbst ein bisschen was abändere. Jetzt zum Beispiel werde ich Dinkelmehl mit Weizenmehl mischen, weil ich einfach noch ein bisschen Dinkelmehl da habe und von dem Weizenmehl nicht mehr so viel. Insgesamt brauchen wir 450 Gramm Mehl und ich hoffe, der Jo ist mir nicht böse, wenn ich jetzt sein Rezept anfälsche. Nehmen einfach mal 250 Gramm Weizenmehl. Muss man überhaupt das Mehl zuerst machen?
Oh mein Gott, das war in meiner Kindheit auch schon immer so. Ich habe einfach immer Rezepte gemacht und nicht die Anweisungen gelesen und mich dann gewundert, warum am Ende nicht das rauskam, was ich erwartet habe. Smart. 200 Dinkel, 50 Gramm. Soll eigentlich Parmesan haben. Parmesan haben wir nicht da, deswegen dachte ich, ich nehme einfach mal Pizzakäse. Und jetzt müssen wir die Hefe in Wasser auflösen. Habe ich noch nie gemacht. Mal schauen, ob das was bringt. 300 Gramm Wasser. Perfekt. 3 Gramm frische Hefe. Passt. Sind jetzt 4 Gramm, das müsste ja trotzdem klappen. Fast hätte ich es vergessen, wir brauchen noch 10 Gramm Salz und 2 Esslöffel Oregano. Habe ich natürlich auch nicht da. 10 Gramm? Gib ihm. Da machen wir einfach nochmal ein bisschen Feta-Gewürz mit rein. Ich glaube, das wird relativ nah an Oregano rankommen, auch wenn kein Oregano drin ist. Teelöffel oder Esslöffel? Boah, Leute, ich habe gerade für das Rezept den Knoblauch in die Heißluftfritteuse gemacht. Ich habe einfach Knoblauch aus dem Glas genommen, der war schon ein bisschen in Öl eingelegt und habe dann noch ein bisschen Öl aus dem Glas zum Knoblauch hinzugegossen. Und der riecht so crazy und sieht so lecker. So, und das mixen wir jetzt auf jeden Fall in unsere trockenen Zutaten mit rein. Zack, zack. Und gemeinsam dann mit dem Hefewasser noch. Und dann wird das verrührt. Man muss das nicht mal kneten, steht zumindest im Rezept. Hefe hat sich auf jeden Fall gut aufgelöst. Und jetzt der Knoblauch, am besten ohne mich mit Öl übergießen zu müssen. Ja. Au. Oh mein Gott. Klassischer Leo. Und jetzt wird das Ganze verrührt, da bin ich mal gespannt. Aber hat man dann ganze Knoblauchzehen einfach im Brot? I guess so. Okay, probierst du dann später auch ein bisschen was davon? Nein. Knoblauch und Brot. Ja, Knoblauch und Brot. Und ein bisschen Käse. Oh, es riecht auf jeden Fall crazy lecker. Ist auf jeden Fall schon richtig zu einem Teig geworden. Aber mich irritiert das so, dass die Knoblauchzehen ganz sind. Kann ich die nicht irgendwie platt drücken? So, ich habe das jetzt einfach mal in so einen Haufen geformt. Jetzt kommt ein Handtuch drüber und dann lassen wir es für 3 bis 5 Stunden gehen. Crazy. Oh, ich bin so gespannt, wie das wird. Ja, ruhen lassen und wir widmen uns jetzt anderen Dingen. Als ich mir gerade einen Snack gemacht habe, ist mir noch eingefallen, dass ich euch noch eine Sache erzählen wollte. Habe ich auch in der Story angesprochen, aber ich dachte, ich führe es noch mal ein bisschen aus. Und zwar habe ich jetzt angefangen, vor einer Woche ungefähr, wirklich jeden Tag, jede Mahlzeit, bis auf das Abendessen, weil ich das mit Kai gemeinsam esse, komplett ohne Entertainment zu genießen. Das bedeutet auch kein Buch und kein Handy nebenbei, weil ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich irgendwas lese und es noch nicht zu Ende gelesen habe, aber kein Essen mehr habe oder halt irgendwas geschaut habe und der Film oder die Serie oder was auch immer das YouTube-Video noch nicht zu Ende war, ich aber kein Essen mehr hatte, ich dann instant wieder Hunger bekommen habe, beziehungsweise das Gefühl hatte, ey, ich bin überhaupt nicht satt, ich brauche jetzt noch was zu essen. Und das war so nervig, weil ich dann halt innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums relativ viele Kalorien gegessen habe, was jetzt grundsätzlich nichts Schlechtes ist, aber ich habe halt dadurch dann mein Essen gar nicht bewusst wahrgenommen und sehr viel auf einmal gegessen, ohne meiner Nahrung überhaupt die verdiente Aufmerksamkeit zu schenken und überhaupt diesen ganzen Prozess des Essens richtig wahrzunehmen. Und das hat halt dazu geführt, dass ich ja viel mehr Hunger hatte, viel mehr Heißhunger auf jeden Fall und diese Sättigung gar nicht wahrgenommen habe. Deswegen wird das jetzt auf jeden Fall immer so umgesetzt, dass ich kein Entertainment zu Mahlzeiten habe, egal ob es Handy, Buch, Zeitschrift, was auch immer ist. Keins davon ist besser oder schlechter. Es geht mir halt wirklich nur darum, keine Ablenkung vom Essen zu haben. Und ich merke jetzt schon auf jeden Fall einen richtig positiven Effekt. Also ich merke, dass ich bei den Mahlzeiten, wo ich nichts mit dabei habe, deutlich gesättigter bin. Also wirklich deutlich gesättigter. Und auch durch den Fakt, dass ich weiß, ich werde mir nichts anschauen, nichts durchlesen, nichts angucken, nichts anderes machen, während ich esse, gar nicht so diese zwischendurch Cravings habe, die man sonst vielleicht mal hat, vor allem auch die Ladies, ne? Mädels, ihr kennt safe, dass man zwischendurch sich halt einfach mal denkt so, boah, jetzt eine Schale Chips oder ein bisschen Schokolade und dabei aufs Sofa knallen und ein paar Seiten in meinem Lieblingsbuch lesen oder so. Das habe ich halt gar nicht mehr, weil ich halt weiß, es gibt das Essen sowieso nur ohne Entertainment. Und da ist ja dann ganz offensichtlich schon mal bewiesen, dass es gar nicht ums Essen an sich geht, beziehungsweise um den Hunger an sich und dieses Bedürfnis zu befriedigen, sondern vielmehr darum, das Entertainment mit etwas zu ergänzen. Eine Sache wollte ich noch mit euch gemeinsam machen, und zwar mein neuestes Mal-nach-Zahlen-Bild an die Wand klatschen. Manchmal haben Kai und ich so Me-Time-Abende und ich male da sehr, sehr gerne Mal-nach-Zahlen. Obviously, wie man schon an diesen 2 prächtigen Kunstwerken erkennt. Aber nee, ich finde es super nice. Man kann sich dann nebenbei irgendwie noch was anmachen, was anhören. Entweder Musik, Podcast, Hörspiel oder eine Serie schauen oder so, die nicht so anspruchsvoll ist. Und es macht so Spaß, einfach mal so eine leichte, ja, manuelle Tätigkeit zu machen. Und ich finde, es sieht auch echt cool aus und habe gedacht, ich dekoriere jetzt einfach mal hier unseren Flur damit. Die große Herausforderung wird natürlich, das Ganze gerade aufzuhängen. Auweia, ey. So ist doch eigentlich ganz passend, oder? Ich setze jetzt einfach mal so auf. So. Zack.
Zack. Hey, voll nice, oder? Schauen wir mal. Juhu. Cool. So, jetzt aber mal nochmal ein bisschen Real Talk zum Thema Diät bzw. Post-Diät-Phase. Wie geht's mir denn mittlerweile mit meinem Essverhalten? Die Diät habe ich vor 2,5 Monaten ungefähr beendet. Bin jetzt wieder auf Erhalt, leichter Überschuss bei ungefähr 2350 bis 2400 Kalorien. Ich muss euch sagen, Leute, mir geht's tatsächlich richtig, richtig super vom Essverhalten her. Ich hatte ein paar Mal so ein kleines Gefühl von Panik, nachdem ich dann nach dem Ende der Diät mal den einen oder anderen Tag ein bisschen mehr Hunger hatte und dementsprechend auch mehr gegessen habe. War dann so, oh mein Gott, geht es jetzt wieder richtig bergab? Rutsche ich jetzt direkt Vollgas in die Essstörung wieder rein? Das war irgendwie so meine Erwartungshaltung tatsächlich, weil ich halt von meinen Diätansätzen davor irgendwie dieses Praxis-Learning auch hatte. Du machst eine Diät, es geht schief. Du machst eine Diät, es geht schief. Du versuchst dich restriktiv zu ernähren, es geht schief. Ja, das habe ich für mich irgendwie voll widerlegen können. Denn es kam dann nicht zu irgendwelchen krassen Binges oder dazu, dass ich dann am Folgetag Cardio gemacht habe oder 30.000 Schritte gemacht habe, um mich mehr zu bewegen und irgendwie mehr Kalorien auszugleichen. Nee, es hat mich einfach nicht gejuckt. Und das war eine richtig, richtig schöne Erkenntnis für mich. Zu sagen, ey, ich habe auf der Ebene wirklich wahnsinnig viel gelernt und muss nicht mehr diese negative Verknüpfung zwischen mal phasenweise restriktivem Essen und einer Essstörung oder generell einer negativen Folge darauf herstellen. Und in dem Zuge habe ich halt auch für mich nochmal erkannt, dass es vollkommen okay ist, dass man gerade auch in dieser Fitness-Journey einfach unterschiedliche Phasen hat, die sich halt voneinander unterscheiden und die nicht unbedingt per se gut oder schlecht sein müssen. Also eine Diät muss nicht unbedingt per se gut oder eben auch schlecht sein. Und auch ein Aufbau muss nicht per se gut oder schlecht sein. Und nicht mal intuitives Essen muss per se für einen gut oder eben schlecht sein. Das kommt halt immer darauf an und es gibt immer wieder unterschiedliche Phasen in seiner Fitness-Journey, wo das eine eben für den einen oder anderen Zweck dienlich ist und das andere eben weniger dienlich. Und ja, ich finde, das kann ich mittlerweile viel differenzierter betrachten. Ich freue mich voll, dass ich dahingehend erstmal dieses große Learning hatte. Einen Gedanken, den möchte ich mit euch auf jeden Fall auch noch teilen, und zwar ist meine Perspektive darauf, beziehungsweise die Einordnung davon, was denn eigentlich essgestört ist, glaube ich, auch so ein bisschen geschiftet. Nur einfach mal, um da meine Gedanken zu teilen, beziehungsweise vielleicht auch den einen oder anderen dazu anzuregen, gerade in dieser Fitness-Bubble, ist es ja häufig so, dass wir außerhalb der Normen essen, konsumieren, uns verhalten. Wir gehen nicht spazieren, wir gehen halt mal Schritte machen, ne? Auch wenn es im Prinzip das Gleiche ist, aber wir drücken es halt anders aus. Und wir wiegen unser Essen ab. Oder wir nehmen halt vielleicht zu einem fetten Burger-Meal trotzdem die Cola Zero anstatt der normalen Cola. Ich glaube, häufig kategorisiert man sehr vieles davon schon als gestörtes Verhalten, auch wenn es vielleicht gar nicht immer gestört ist, sondern eigentlich eher zielspezifisch. Also man entscheidet sich bewusst dazu, eine Entscheidung zu treffen, die einem seinen eigenen aktuellen Ziel näher bringt. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ja oder wenn nein, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe irgendwie so ein bisschen so eine differenzierte Perspektive darauf bekommen, was es bedeutet, bewusst eine Entscheidung zu einer Restriktion zu treffen, die eben im Moment sinnvoll ist für die eigene Zielsetzung. Ich hoffe, das war verständlich ausgedrückt. Denn wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, dann ist es okay, wenn du halt phasenweise mal ein bisschen penibler trackst, wenn du schaust, dass du deine Nahrungsmittelauswahl ein bisschen eingrenzt und da eben etwas restriktiv arbeitest. Es ist auch okay, wenn du im Aufbau teilweise mal über deinen Hunger isst und Schwierigkeiten hast, Kalorien reinzubekommen, wenn es dich eben deinem Ziel näher bringt, Masse aufzubauen. Ich denke, das Gestörte daran, ohne da jetzt irgendwie eine klinische Aussage treffen zu wollen, ist dann vielmehr das, wenn man solche Verhaltensweisen im Nachhinein, wenn man sich nicht mehr in dieser Phase befindet, nicht mehr ablegen kann. Also mittlerweile sehe ich das so, es ist ja eigentlich nicht schlimm, wenn man sich in einer Phase, wo es eben das Ziel ist, zum Beispiel Gewicht zu verlieren, restriktiver ernährt, sich da ein bisschen einschränkt, wenn man das Ganze danach wieder ablegen kann und sagen kann, ja gut, das war jetzt die Phase, jetzt bin ich in einer anderen Phase, jetzt geht's weiter und jetzt muss ich nicht mehr täglich meine 15.000 Schritte machen und jetzt muss ich auch nicht mehr mein Gemüse bis aufs Milligramm abwiegen, sondern kann vielleicht auch mal runden oder schätzen, und das ist vollkommen okay so. Das Problematische fängt ja nur da an, wo du merkst, dass du dich irgendwie an diesen Verhaltensweisen festhältst und nicht mehr davon loslassen kannst. Wo du dann halt sagst, ey, ich bin jetzt zwar eigentlich im Aufbau angekommen und ich will eigentlich zunehmen, aber ich kann einfach nicht weniger laufen als meine 15.000 Schritte am Tag. Oder ich kann einfach nicht mal in Maßen ein paar Kekse essen, weil sonst muss ich direkt die ganze Packung essen und dann ist der ganze Tag ja sowieso verloren und so weiter und so fort. Das war auch nochmal eine interessante Erkenntnis für mich, dass es halt auch möglich ist, in solchen unterschiedlichen Phasen sich Verhaltensweisen anzueignen, diese dann aber auch, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wieder abzulegen. Das nochmal als Diätfazit. Ich hoffe, ihr konntet verstehen, was ich damit ausdrücken wollte. Ich wollte einfach nochmal so ein paar tiefergehende Gedanken, die sich in mir in den letzten Monaten dazu offenbart hatten, teilen, weil ich denke, es ist
nie schädlich oder kann nie schaden, einfach ein bisschen seine Perspektive, seinen Horizont zu erweitern und Gedanken anderer zu bestimmten Thematiken zu hören. Deswegen schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und jetzt schauen wir mal, was das Brot macht. Unser Brot gibt es ja auch noch, Leute. Das habe ich jetzt in der Zwischenzeit dreimal gestretched und gefoldet und jetzt mehr oder weniger zu einem akzeptablen Brotleib zusammengepappt. Also ich hoffe mal, dass das so durchgeht und irgendwie hübsch backt. Aber ich schätze mal, das wird schon klappen. So, Baby darf jetzt auf jeden Fall noch mal 1 bis 2 Stunden ruhen und kommt dann, wenn ich gleich vom Spazierengehen zurückkomme, in den Ofen. Und ich bin ultra gespannt, ey. Es riecht auf jeden Fall mega, mega lecker. Ja, wie gesagt, gehe ich jetzt auf jeden Fall auf einen kleinen Spaziergang. Ich habe euch nämlich versprochen, dass ich noch meine Training-Stories von gestern in die Story hochlade. Und das mache ich super gerne, während ich mich bewege, weil ob ich jetzt dabei auf dem Sofa sitze oder noch ein bisschen an die frische Luft gehe und ein bisschen Bewegung bekomme, ist eigentlich vollkommen egal. Deswegen ziehe ich mir jetzt Schuhe an, dann geht's raus in meinem Gammel-Outfit. Dann kommt auch schon keiner nach Hause, dann koche ich noch und dann machen wir uns einen schönen Abend. Und falls ihr euch fragt, was ich mit Gammel-Outfit meine, das hier. Ey, ich schwöre euch, ich gehe aber als Frau alleine abends oder im Dunkeln wirklich nur noch in richtig weiter Jogginghose und so einem Schlabber-Outfit raus, weil es einfach so viel angenehmer ist. Man hat keine Angst, von irgendeinem komischen Weirdo angelabert zu werden. Und das ist leider die Realität für super viele Frauen. Egal, wie man aussieht, ne? Deswegen Jogginghose ist immer am Start. Und ja, da fühlt man sich auf jeden Fall wenigstens wohl drin und es ist schön warm. Back from the Spaziergang, Leute. Boah, es ist so kalt draußen. Kennt ihr das, wenn ihr euch richtig die Lippen einfrieren und ihr dann nicht mehr richtig sprechen könnt? That's happening to me right now. Auf jeden Fall ist unser Brot richtig schön aufgegangen und ich habe jetzt da einmal in der Mitte eingeschnitten. Und jetzt soll man das Ganze im nicht vorgeheizten Backofen mit einem Deckel, den ich natürlich nicht habe, deswegen nehme ich hier einfach mein Blech aus der Heißluftfritteuse. Ja, ich glaube bei 230 Grad. 230 Grad und 30 Minuten anbacken. Das scheint auf jeden Fall Brotback-Vokabular zu sein. Alright. Ich habe übrigens absolut keine Ahnung, woher dieser plötzliche Drang zu backen kommt. No idea. Aber es macht Spaß und es ist schön. Im Winter, gerade wenn es zu früh dunkel wird, ich finde irgendwie, das macht was mit der Stimmung. So, 30 Minutes. Und in der Zeit kümmern wir uns mal ums Abendessen. Kai kommt nämlich ungefähr in 20 Minuten nach Hause. Und der braucht seine Carbs. So Leute, wir gucken mal nach dem Brot. Es hat jetzt eine halbe Stunde gebacken und ich bin so gespannt. Oh, man riecht auf jeden Fall nichts, aber gut, der Deckel ist ja auch drauf. Ich hoffe, der hat sich jetzt nicht festgebacken. Boah, ist das riesig. Guck mal, Kai. Boah, wie schön. Es ist noch nicht fertig, Leute, aber ich zeige es euch trotzdem schon mal. Oh mein Gott, hätte ich nie gedacht, dass es so groß ist. Das ganze Brot hat sogar nur 2000 Kalorien, also du könntest es eigentlich zum Abendessen essen. Cooking Action läuft auf jeden Fall weiter, Leute. Ich zeige euch gleich, was ich mir gemacht habe. Da vorne steht schon mein Salad und Kai baut sich jetzt auch noch seine Mahlzeiten zusammen. Da ich auf jeden Fall noch was von meinem Brot probieren möchte, trinke ich jetzt einfach einen Shake zum Abendessen. Ich habe mir jetzt hier gerade 40 Gramm vom Evo Whey Bananenmilchshake gemacht. Das ist richtig, richtig lecker und schmeckt voll natürlich. Ich bin eigentlich nicht so der Fruchtfan, aber bei dem hier schmeckt es wirklich super, super lecker in der Kombination mit Wasser einfach. Aber da braucht man nicht unbedingt Milch, weil der Bananenmilchshake kommt so gut durch. Deswegen schaut auf jeden Fall mal bei Evo vorbei. Da bekommt ihr nämlich mit dem Code Leonie immer den besten Rabatt bzw. den besten Preis. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mich darüber supportet. So Leute, das Brot ist fertig. Ich bin ultra gespannt. Dieser Vlog ist auf jeden Fall das absolut most random Video, was ihr wahrscheinlich jemals gesehen habt. Aber ja, oh mein Gott, das Brot ist ultra gelungen. Wie geil sieht das bitte aus? Man sieht auch voll, dass ich aufgeschnitten habe. War richtig smart, weil das Brot sich jetzt nochmal richtig schön öffnen konnte. Und jetzt gucken wir uns den Spaß mal an. Hey, geht man das einfach raus oder? This is gonna be so lit. Mein erstes richtig selbstgebackenes Brot. Okay, was sagst du? Sieht schon pornös aus, oder? Ja, ist das alles Brot oder? Ist normales Brot, aber cleanes Brot sozusagen. Low-Fat-Brot. Und jetzt schneiden wir das Ding mal auf. Ich bin ultra gespannt. Ich kriege einen Kanten heute. 150 Kalorien. So müsste ungefähr hinkommen. Heiß. Boah, ist das luftig. Oh my God. Boah, sieht schon böse aus, oder? Ja, kleine Marmelscheibe. Okay. Wie groß? So? Dicker? Kleine. So? Ja. Boah, es ist fluffig. Ich muss das auch noch ein bisschen durchhärten im Nachhinein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Probier. Mmh. Oha. Willst du auch? Ja, nachher. Nachher. Mhm. Brot ist auf jeden Fall top geworden. Das Ganze kombiniere ich jetzt einfach hier, wie gesagt, mit einem Proteinshake und dem Salat. Da habe ich jetzt einfach Eisbergsalat, Gurke, Tomate, Cornichons und Rotkohl reingefetzt. Die Kombi zündet auf jeden Fall ganz anders. Müsst ihr ausprobieren. Dann gibt es jetzt noch das Knoblauchbrot mit dazu. Und das war es dann auch schon mit diesem ultra random Video. Ich wollte euch einfach mal einen etwas anderen Einblick geben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet vielleicht ein paar Tipps und Inspo mitnehmen. Und ansonsten sehen wir uns dann natürlich, nachdem ihr diesem Video einen Like dagelassen habt, im nächsten Video.